So, meine lieben Leute da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl-Lied. Wir haben uns unsere kleine Olga Maslovov genauer angeschaut, denn sie hat gesucht einen guten Mann. Der Koja heißt er, oder Kojak, oder Kojak, oder wie auch immer. Dieser ist geklaut worden von dieser böse Mann aus NAR. Und wir mussten gucken, dass wir ihn befreien können. Aber es ist nicht einfacher, als man glaubt. Weil es ist hier noch jede Menge schwarzer Stalker. Wir haben schon getötete zwei. Und was sehen meine Augen? Ist es etwa ein Portal von einem anderen schwarzen Stalker? Richtig, du hast genau richtig gesehen, Tonji. Es ist Portal von einem anderen schwarzen Stalker. Also müssen wir wie gewohnt aufpassen, damit wir nicht Opfer werden von schwarzen Stalker. Es ist anstrengend, ne? Aber wie gesagt, einmal damit angefangen. Und du kommst niemals so schnell davon. Die Frage, was versteckt er? Er hat sich hier gerade wegtransformiert, also. Taucht er auf! Komm raus. Oh Gott, da ist noch einer. Oh. Alter, Schrotflinte, Digga. Kriegst du was mit Schrotflinte? Oh Gott! Mist! Das ist die verarschte Schrotflinte! Mann, Alter! Aus nächster Nähe! Okay, es waren schon wieder zwei dieser schwarzen Stalker. Aber wir haben uns gerettet, konnten uns verteidigen. Nur so. Und jetzt kriege ich auch einen psychischen Matsch am Paddel, weil ich schwarze Stalker getötet hab? Wollt ihr mich verarschen? Wie wollt ihr das denn vertellen? Nee, mir nicht. Ich glaube, es waren mal Menschen oder so, ne? So richtig so Verbrannte sind das jetzt. So richtig so strahlenkrankheitsbedingte Verbranntheitung. Ich frag mich, wieso kann ich mir nicht genügend von dieser Heilsalbe reindonnern? Egal, ich brauche nichts Heilsalbe, wenn ich habe Angriff. So, wieder zwei schwarze Stalker, Alter, Himmel. Oh, hi, Pilze. Aber ja, dieser schwarze Stalker. Oh, hi, Pilze. Die sind auch ganz schön nervig, denn die nervt mich einfach nur ab, du. Überall sind diese schwarze Stalker. Meine Fresse. Und dabei ist es nicht mal der Grund, weil sie schwarz sind, sondern einfach, weil sie Stalker sind. Stalken gehört sich nicht. Das macht man nicht. Ey, ich war noch nicht im Zug drin. Lass mich rein, im Zug. Was ist das? Was ist das? Ich hab das noch nie gesehen. Und was ist jenes? Und was ist das? Eine Milchkanne. Warum im Zug? Hier ist ein komischer Kasten. Ich weiß nicht, wofür er ist. Ich bin so aufgeregt. Oh, hier. Ich lass mich Lokomotivführer spielen. Was war denn das? Ach, hä? Das ist ein Blatt. Ich dachte gerade... Oh, Digga. Ist da wieder eine schwarze Stalker? Hallo? Da ist seine Mom. Oh Gott, nicht nur einer! Müssen wir aufpassen! Will mich verarschen! Lauf, Tom G! Der ist nichts verwundet, der... Oh! Oh Mann, verpiss dich doch jetzt, Mann. Du hast ein neues Level erreicht, aber du wirst sterben, weil das Fenster dazu verdirbt dir alles in nu. Okay. Geht ja gut los hier. Was ist das hier für eine Kacke? Wo ist der andere, den ich hier... Boah, aufregend. So viel Action hier in dieser Folge. Aber der ist gerade angefangen. Aber der hat gesagt,
Ja, man muss nur aufpassen, die ist hier. Aber diese schwarze Stalker haben auch ganz schön gut die Rüstung zerballert. Oh, da habe ich voll den Hals geschossen. Armer Junge. Der ist der Kopf weg. Ja, nicht den Kopf verlieren und so. Der Rabe geschossen von hier. Ich habe getötet. Na, machen wir doch gucken. Ah ja, da hinten. Oh, auch kein Kopf mehr. Momentchen, Popentchen, da tauchen auf einmal die Items auf. Die nehmen wir natürlich alle mit. Und lassen wir nicht liegen. Hopp, hopp. Was war denn das? Aha, das ist schon diese Hütte, wo der ist. Okay, war gar nicht so schwierig jetzt, ne? Vielleicht haben wir Glück, wir können ein bisschen bauen gleich noch, wenn hier. Aber wir müssen nichts trauen, dass wir können dann aufpassen, dass hier nicht ist noch mehrere Leute. Hier unten. Schrotflinte ist ausgerüstet. Nachladen. Reingehen. Herr, ist hier mein Freund? Ich habe verloren eine Freundin. Wo ist der? Diese Strahlung ist ziemlich heftig, ne? Hier unten ist der. Da unten. Aber ich komme da nicht rein, ne? Das war das mit Kollateralschaden hier. Und hier kommen wir irgendwie nicht durch, ne? Weil hier. Warum? Weil hier ein scheiß Schrank da ist? Gibt es keine andere Möglichkeit, hier durchzukommen? Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Warte, machen Schrotflinte in engen Räumen. Oh, was ist denn das? Так, минутку. Копачи. Костя. Черт. Парень, которого искал Энар. Парень, которого я убил, был мужем Ольги? Черт. Что же теперь делать? Признаваться или нет? О-о. Macht Sinn, du dummes Arschloch. Wir haben dir gesagt, du sollst mit dem Quartiermeister nicht darüber reden, wo wir unseren Kram beziehen. Wie oft? Dieses hinterhältige Drecksgel quatscht jeden Morgen mit Kostlauf. Er serviert ihm sein Frühstück und zum ersten Dessert so viel heißer Tasch, wie er verträgt. Das Einzige, was der alte Sack mehr hat, sind beschissene Tiefkühlschwisch, sind Sicherheitsverstöße und Verrat. Während Soldaten mit Samenlogik-Traktionen gegen Alkohol tauscht, ist das ein Scheiferrat. Ein Scheiferrat für ihn. Kein Wunder, dass er ausgeflippt ist und überall voll Kabatschi befohlen hat. Wenn Misha uns nicht gewarnt hätte, wären wir dort erwischt worden. Und noch dazu irgendjemand, der die Verwirrung Dummkopfkotsch hat über... Scheiße, das ärgert mich total gerade. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. So ein Kack. Wir waren natürlich voreilig. Ne, Verräter müssen wir töten. Ja klar. Er hätte auch sagen können, wo er gekommen ist. Und jetzt haben wir die Scheiße. Ich habe getötet deinen Mann. Wie hört es an, wie ich da dachte? Ey, ich habe getötet deinen Mann. Aber ihr ist nicht schlimm. Ich habe nichts, Frau. Ich könnte haben deine... Olga, Olga, mach's Loch auf. Komm schon, für mich. Wie hört es an, wie ich das so sagen würde? Immer rein in Olga. Könnte klappen. Alter, wir sind tot. Wir sind so tot. Ich glaube, hier machen wir uns keine Freunde. Das kann doch nicht immer sein, dass irgendwie so was Dummes, so ein... Dass du eine Entscheidung triffst und die einfach so blöd eine Konsequenzen hat einfach. Du musst doch auch jemanden töten können, ohne dass es Konsequenzen hat. Hey, das ist doch die Realität. Ich meine,
Das ist normal. Ach, scheiße. Ich glaube, ich muss beichten dir. Ich habe getötet deinen Mann, weil ich verliebt in dich bin. So machen wir das. Du hast mir gekommen. Wir werden das alle abknallen. Ich wette, wir werden gleich das ganze Dorf ausrotten, weil wir einfach scheiße sind. Oh ja, ich bin's, dein neuer Mann. Я принес ваши припасы. Потрясающе. А что насчет похитителей? Просто говнюки из Знары решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Да, кстати, Костя так и не вернулся в лагерь. Если встретишь его, скажи поторопиться. Он нам нужен. Он нужен мне. Ау! Да, я встречал его какое-то время назад. Я видел его в кабачах. Мы повздорили. Он не сказал мне, кто он, и я... Он мертв. Мне очень жаль. Я не хотел, чтобы так получилось, но ситуация вышла из-под контроля. Я был вынужден, понимаешь? Du verstehst das doch, oder? Hey, nicht schlimm. Из-за него я мог никогда не найти Татьяну. Что ты сказал? Ой, ну бога ради, а! Ну никаких перестрелок в селе, ты ж сама вела это правило. Ну, кроме того, мы ж не так вопросы решаем. Нет, именно так я решаю такие вопросы. А ты, ублюдок, я с тобой еще не закончила. Ясно тебе? Оглядывайся почаще, потому что я никогда тебе этого не прощу. Ja. Jetzt gehen wir einfach mal. Da sagst du schon die Wahrheit und die hat gesagt, ja, du weißt, er war sowieso scheiße. Lässt du mich raus, dann muss ich dich erschießen. Ja. Macht nichts. Das, wenn man was Gutes tut, weißt du, wenn man mal die Wahrheit sagt, dann ist man total gleich... Der Buhmann. Jetzt haben wir noch einen Feind. Ich wollte aber eine Verbündete mehr haben, nicht noch einen Feind mehr. Ach, scheiße, Olga. Es hätte so schön werden können mit uns. So was Gutes, so was Fantastisches. Ach, scheiße. Etwas Heiliges. Hm? Ja. Ganz heilig hätte es sein können. Aber nein, wir müssen Tatjana finden. Ja, ja, das ist doof, hat Konsequenzen, ne? Aber das nächste Mal lässt du so einen Affen am Leben und dann bringt er dich um. Das war ja meine Dings. Wir leben in einer harten Welt, ja. Er hat gewonnen. Gesund, stabil, alles super. Er kümmert sich um Essen, das finde ich klasse. Und du kriegst genauso und ihre wir machen. Ja. Was stand da gerade? Oh, ich hab's nicht gelesen. Oh, guck mal, wie das ganze Reaktor-Ding ist bald weg da hinten. Etwas Schlimmes wird passieren. Okay. Rüstungsmaschine wollten wir bauen und wir wollten... Знаешь, Игорь, это не самое убогое, жалкое место из тех, где мне приходилось ночевать. Но в тройку худших оно точно войдет. Как насчет радио или растений каких-нибудь, чтобы тоску развеять? Wenn ich länger bleiben will, muss ich mir Zeit nehmen, das Lager aus gemütlicher zu machen. Ja. Ты прав. Тут явно чего-то не хватает. Радио или растения. Wir haben nicht nur eine Pflanze, wir leben im Dschungel hier. Я что-нибудь придумаю. Отлично. С нетерпением жду результатов. Ja. Das ist ja klasse. Ein Radio. Würde hier gut passen, finde ich tatsächlich. Warte mal, was ist denn eigentlich? Wir sind hier so voll. Wie kriege ich das hier alles frei? Guck mal, wie viele Munition wir hier einfach haben für die Schrotflinte. Ne, Revolvermunition ist das. Hört mal. Was ist das? Schrotpatronen. Davon haben wir gar nicht so viel. Das? Auch Revolver wieder. Lass uns mal was wegpacken. Ne, das machen wir woanders rein. Jetzt machen wir den Waffenschrank, weil dann weiß ich auch, dass ich das da reingetan habe.
Also. Mit 20 Schuss sollen wir erstmal auskommen, ne? So, Gasmaske ist da. So. Ein Radio. Können wir ein Radio bauen? Ich würde uns gerne ein Radio gönnen. Tatsächlich. Was ist das denn? Arbeitsbeschreibung, das haben wir ja schon. Das sind noch die Betten. Genau. Das sind Generatoren, Luftauffrischer und Strahlungssicherheit. Genau. Das haben wir. Oh, ganz zu weit. So. Das ist... Warte mal. Das ist die Rüstungssachen, ne? Rüstungsband. Ich kann immer... Doch, ich kann die noch nicht dahin bauen. Aha, guck mal. Ich hab mir vorgestellt, das könnte so hier daneben... Ah, das war doch gut. Was war das denn jetzt? Ja. Was ist das? Ganz schön viel Schnickschnack, ne? Aha, dafür müssen wir tatsächlich einen neuen Generator machen. Werkbank. Was ist das denn cooles? Tarnrüstung. Wow. Metallplatte. Eine große, grobe Metallplatte, die angepasst wurde, um wenig Schutz zu bieten. Aber besser als gar nichts. Aber warum könnte ich das jetzt nicht bauen? Herstellen, könnte ich doch herstellen. Aber Tarnung finde ich auch ziemlich geil, ne? Kann ich das machen? Aha, okay. Meine Taschen voll. Machen wir gleich. Lass uns nochmal kurz das beschissene Radio bauen, sonst machen wir hier unseren Kumpel nicht glücklich. Das finde ich geil! Das sind nur Möbel. Das hat nichts damit zu tun. Gärtner rein. Machen wir beim anderen mal. Noch ein zurück. Labor. Ah, das könnten wir alles später mal gebrauchen, ne? Industrieschredder. Schäden und Medizintinisierte. Da haben wir doch was. Schäden und. Kann ich herstellen? Ja. Digga. Was stellt das so auf? Müssen wir ein paar Wände ziehen und so, damit man das so ein bisschen... Das braucht so viel Platz, der Vogel. Alter! Was wir nicht alles können, ne? Strahlungskammer. Was? Das ist eine Selbstmordkammer? Ja, genau. Na klar. Industrieschredder. Rollbieger. Alter. Heftige Scheiße, Junge. Warte mal, warten wir jetzt die ganzen Möbelzeugs denn da? Hier war das, ne? Warte. Haben wir ein Radio mit dabei? Grammophon. Radio. Ein Grammophon finde ich auch geil. Das müssen wir auch irgendwo hinstellen. Haben wir Radio? Ja, komm. Geil. Was ist das? Wow. Ein Grammophon, den hatte ich schon.
passt hier nicht hinter, ne? Nee. Da oben drauf. Das ist ein Fernseher, verdammt. Oh, ich wollte ein Grammophon. Jetzt haben wir zwei Fernseher. Was ist denn da jetzt so schwer gewesen, dass hier ein Grammophon stehen sollte? Dann muss man sich immer bücken, um die Schallplatte einzulegen. Auf dem Generator und Grammophon? Hm. Ich dachte, wir machen das uns hier oben drauf, auf dem Fernseher oben drauf. Na ja, komm. Ja! Okay. So. Молодец, Игорь. Не пятизвездочный отель. Ja. Но пока сойдет. Ich gebe mir auch immer. Ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe, dass das hier eine wunderschöne Oase ist. So, jetzt machen wir noch ein paar schöne Pflanzen, damit Olivier auch total Glücklichkeit verspürt. Der muss auch glücklich sein, wenn er mit mir umengt. Huch, warte mal. Vielleicht soll ich eine Pflanze direkt neben Igor bauen. Neben, wie heißt der Vogel noch gleich? Olivier. Das könnte hier echt schön aussehen, wenn ich hier noch... Ja, hier oben drauf. Radio. Oh. Ja, die schwebt auch schön. Das finde ich gut. Ich mag gerne schwebende Pflanzen. So. Jetzt, wie sieht es aus mit dem Platz? Können wir uns da jetzt eventuell was bauen? Ich hätte gerne nämlich wirklich diese Tarnrüstung ganz gerne. Mein Inventar ist voll. Schau auf den Platz. Ja, dann brauche ich aber meinen Scheiß nicht mitschleppen. Dafür nehme ich mal ganz kurz einmal auf. So. Kann ich hier was... Was ist das denn? Wow! Endlich! Warte mal, was kann ich noch erstellen? Oh, Chernobylit selber. Yay! Nehmen wir mal noch einen mit. Und? Noch einen. Sehr gut. Nice. Weißt du was? Noch ein. Und noch ein. So, jetzt. Was? Meine Tasche ist so voll. Ich brauche immer noch mehr Platz. Willst du mich verscheißern, oder? Wie kriege ich denn eigentlich mehr Platz? Wie gigantisch groß muss das denn sein? Das ist Schrot, ne? Wird das auch Schrot, oder? Was sind denn Alkohol hier mal lassen? Keramikplatte, das ist Baumaterialien. Was ist das? Warte, die brauche ich. Essensration. Wollen die nicht übereinander packen? Dann hau ich. Ja, ist auch doof, ne? Oder? Was ist das? Medikit. Das sollte ich vielleicht mal. So. Ja! Ah, den will ich nicht machen. Yay. So.
Jetzt nochmal schnell herstellen. Medizin. Gut. Und was wollte ich hier nochmal? Ich wollte hier, da habe ich mir auch was gedacht. Was war das denn noch? Hier, genau hier. Ach, den Garten. Warte mal. Ja, für viel Kräuter halt, ne? Schade, aber cool. Lass uns das beim nächsten Mal machen. Also, suchen, dass wir darauf achten. So, Kinderchen, das war's wieder. Warte mal, sollen wir ein Nächtele machen? Auf jeden Fall sieht ja schon echt ziemlich gemütlich aus hier, ne? Und dass wir das da haben, das ist Gold wert, ne? Dieses Labor. Geil. So, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Tschüss.